ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser. These are extraordinary times, where the education and the future of an entire generation is at stake. Pre-pandemic, we were living an acceptable and immoral learning poverty crisis. We now have a crisis over a crisis. But this is a silent one. Nobody dies. But the future of our children and youth, of girls and refugee children, can disappear. Diese mahnende Stimme gehört Jaime Saavedra, dem Weltbankbeauftragten für globale Bildung. Ein Banker als Bildungsexperte, das klingt erstmal seltsam. Aber die vorherrschende Aufgabe der Weltbank ist die Bekämpfung von Armut. Und Jaime Saavedra ist in der Tat ein international anerkannter Fachmann für Schulen und Bildungsstrukturen. Er warnt eindringlich davor, dass die weltweiten Schulschließungen in der Pandemie eine verlorene Generation von Kindern erzeugen. Und vor den Auswirkungen, die das auf uns alle haben kann. Ich denke, dass es jetzt noch möglich ist zu verhindern, dass es tatsächlich eine verlorene Generation geben wird, aber nur dann, wenn man wirklich sehr, sehr schnell handelt. Das sagt meine Kollegin Katrin Kunz. Katrin hat mit Jaime Saavedra gesprochen und die Hintergründe seiner These mit unserem Brasilien-Korrespondenten Marian Blasberg und weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem Spiegel-Auslandsressort recherchiert. Ein Statement von Marian hat mir erst die Weltbank als Analysten dieser Bildungskrise nahegebracht und gleichzeitig die Dramatik der Situation verdeutlicht. Wir haben hier eine Generation, die einerseits in Zukunft über wesentlich weniger Geld verfügen wird. Gleichzeitig aber, und da beginnt dann das Drama, ist es diese Generation, die irgendwann die Schulden zahlen muss, die die Länder in der Pandemie aufgenommen haben. Der Punkt ist, dass viele Kinder, die heute auf der Strecke bleiben und den Anschluss verlieren, dann künftig nicht nur schlechter bezahlte Jobs haben werden, sondern gleichzeitig auch den Staat mehr kosten werden. Und es wird eine riesige Finanzierungslücke da entstehen können. Eines vorweg, ich habe keine Kinder. Ich bewundere meine Nachbarn unter mir, die seit nunmehr einem Jahr zwei Racker ganztägig zu Hause betreuen und sie, zumindest deute ich den Sound so, auch nach Herzenslust toben lassen. Kann sein, dass man das manchmal im Hintergrund hört, für uns alle der Alltag im Homeoffice. Genauso höre ich seit einem Jahr alle anderen Kinder des Hauses schimpfen, schreien, weinen. In dieser Woche öffneten die Schulen in Deutschland wieder, was für viele Eltern und Kinder Erleichterung bedeutet und die Chance, in einen einigermaßen normalen Lernmodus zurückzukehren. Viele Kinder auf der Welt werden das nicht erleben, weil die Schulen in ihren Ländern geschlossen bleiben, inzwischen nicht mehr existieren oder weil die Kinder inzwischen keine Schülerinnen und Schüler mehr sind, sondern dringend benötigte Arbeitskräfte. Also wir haben bei der Recherche festgestellt, dass die Ungleichheit zunimmt innerhalb der Länder zwischen Kindern und Jugendlichen. Wenn Kinder und Jugendliche eben nicht mehr in die Schule gehen, dann hat das oft ganz gravierende Auswirkungen auf ihr tägliches Leben und auch auf ihre Zukunft. Kinder, die nicht zur Schule gehen, müssen jetzt ihre Familien zu Hause im Haushalt etwa unterstützen oder sie gehen beispielsweise mit dem Vater oder der Mutter jetzt auf die Straße und versuchen dort Geld zu verdienen. Sehr, sehr viele Eltern haben ja auch ihre Jobs in der Pandemie verloren, sodass Kinder jetzt helfen müssen, wo sie vorher einfach nicht gefragt waren und wo sie sich ihrem eigenen Leben und ihrem eigenen Bildungsweg widmen konnten. Welche Kinder sind denn von diesen Auswirkungen besonders betroffen, Katrin? Die Krise ist besonders gravierend auch für Mädchen. Also viele Mädchen, die jetzt nicht in die Schule gehen, werden schwanger, werden früh verheiratet. Und gerade für Mädchen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die nach dieser langen Pause wieder zurück in den Unterricht kehren werden. Weil in vielen Ländern noch keine gleichen Chancen herrschen? Generell in ärmeren Ländern, in Schwellen- und Entwicklungsländern, ist es ein ganz großer Fortschritt für viele Mädchen und vielleicht auch tatsächlich für viele Familien gewesen, dass auch Mädchen auf die Schule dürfen. Ich meine, in der Regel werden oft die Jungs vorgeschickt, wenn eine Familie mehrere Kinder hat, wird sie sich wahrscheinlich oft für den Jungen entscheiden, der dann zur Schule gehen darf. Und dass Mädchen das eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch geschafft haben, dass ihnen Bildungswege eröffnet wurden, das war ein riesiger Fortschritt. Die fehlende Möglichkeit, zur Schule zu gehen, nimmt Mädchen also diese langwierig erarbeitete Perspektive? Jetzt sind es natürlich auch Mädchen, die am ehesten im Haushalt helfen müssen. Es sind Mädchen, die
ja, rasch verheiratet werden, teilweise in einigen Gesellschaften, um auch so die finanzielle Bürde damit loszuwerden. Jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt. Etliche Teenager werden auch schwanger, also Mädchen werden dann im Alter von 14, 15 Jahren schwanger, was für sie in der Regel auch das Ende des Schulwegs bedeutet. And there's some estimates now that is at least 24 million children are projected to drop out of school and never return due to disruption caused by COVID-19. Many of these children could face lifelong poverty. If today's students don't learn the skills that they need to successfully transition into life and work, our communities and businesses will very much be affected. Das sagt ein weiterer Experte für weltweite Bildungsorganisationen. In diesem Fall ist es Robert Jenkins von UNICEF. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass 152 Millionen Kinder auf der Welt hart arbeiten müssen. Jeden Tag. Und durch die Pandemie werden es täglich mehr, weil die Familien auf jeden Cent, Peseva oder Centavo angewiesen sind. In vielen romantischen Geschichten stellt die Möglichkeit zur Weiterbildung den Weg zum Happy End dar. Für Millionen Kinder auf der Welt ist es allerdings die einzige reale Chance, dem Kreislauf der Armut zu entfliehen und ihr künftiges Erwachsenenleben selbst zu gestalten. Dieser Mechanismus zeigt sich auch in Ländern wie Brasilien, in denen auch weniger privilegierte Schülerinnen und Schüler normalerweise durchaus Chancen auf Karrieren haben können. Marian, du hast solche Kinder in Rio kennengelernt. Das sind zwei Zwillinge, zwei 11-jährige Mädchen, die auf eine öffentliche Schule gehen, in die 6. Klasse, und die Schule ist tatsächlich seit März letztem Jahr zu. Die haben überhaupt nichts mehr gehört. Der Kontakt ist irgendwann im Laufe des Jahres abgerissen und die warten jetzt im Grunde darauf, dass die öffentlichen Schulen wieder aufmachen. Das sind Mädchen, die eigentlich ein großes Interesse haben, sich bilden zu wollen, die lesen wollen und so weiter. Und die kommen aber nicht weiter und verlieren ihren Traum, die wollen mal Zahnärztin werden später, verlieren sie so langsam, aber sicher aus dem Blick. Also haben auch zeitweilige Unterbrechungen schon extreme Auswirkungen auf die zukünftigen Chancen der Kinder? Wenn man sich mal vorstellt, in den normalen großen Ferien vergessen Kinder schon wahnsinnig viel von dem, was sie vorher gelernt haben. Ich glaube, da geht man ungefähr von 20% aus. Und stellt man sich jetzt mal vor, dass die Schule für 6 Monate geschlossen ist, für 12 Monate oder teilweise sogar noch länger, kann man sich tatsächlich die Frage stellen, was bleibt von dem Gelernten da eigentlich noch übrig? Ja, dazu würde ich gerne noch was dazu sagen. Die meisten Leute gehen davon aus, wenn angenommen die Schule ist ein Jahr zu, dann ist es nicht nur ein Jahr, das die Kinder verlieren. Ich habe hier mit einem brasilianischen Ungleichheitsforscher gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass es Vergleiche gibt zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen. Und in der 9. Klasse ist es so, dass die Kinder, die in die 9. Klasse einer Privatschule gehen, vom Stoff her 2 Jahre vor den Kindern sind, die in die 9. Klasse einer öffentlichen Schule gehen. Ja, das heißt, der Abstand ist 2 Jahre. Die Ungleichheit ist 2 Jahre. Und das ist das, was sich jetzt absolut vergrößern wird, davon geht er aus, weil die Kinder der Mittelschicht, die auf private Schulen gehen, die zu Hause einen Schreibtisch haben, die zu Hause lernen können, weil sie Ruhe haben und nicht mit einer großen Familie dort sitzen, vielen Leuten in einem Zimmer, weil die vergleichsweise wesentlich weniger verpasst haben als die Kinder, die keinen Zugang zum Internet gehabt haben. Weltweit sind es, 60%? Katrin, nur jedes 5. Kind hat überhaupt Internetzugang, ne? So dieser Gap. Ja, genau. Mhm. In Deutschland ist man es ja gewohnt, dass jedes Kind das Recht, sogar die Pflicht hat, zur Schule zu gehen. Bei dir, höre ich raus, ist das anders, Marian. Hier in Brasilien ist es so, dass wir ein zweigeteiltes Schulsystem haben. Die Kinder der Mittelschicht, der wohlhabenden Mittelschicht, die gehen auf Privatschulen. Ja, das sind gebührenfinanzierte Schulen, die sich letztlich über die Einnahmen tragen, die von den Eltern kommen. Und die ärmeren Kinder gehen auf öffentliche Schulen. Das sind meistens ziemlich prekäre, schlecht ausgestattete Schulen, wo man jetzt auch sieht, es gibt keine Computer, es gibt keine Laptops, die haben keine Infrastruktur, um innerhalb weniger Wochen so ein Remote Learning aufzusetzen. Sind die Schulen denn momentan zu oder offen in Rio? Jetzt haben wir hier in Rio die Situation, dass die privaten Schulen wieder offen sind, während die öffentlichen Schulen immer noch zu sind.
Warum ist das? Ne? Das ist auch etwas, was den Abstand... Warum ist das denn so? Wollte ich gerade fragen. Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe zwei kleine Kinder, die gehen hier in eine private Kita, was durchaus vergleichbar ist mit einer privaten Schule. Ich habe kürzlich mit den Leuten von der Kita gesprochen und die haben mir erzählt, dass während der Pandemie 60% ihrer Einnahmen weggebrochen sind. Warum ist das so? Woher kommt das? Warum ist das so? Weil dort Leute ihre Kinder von der Kita runtergenommen haben, weil sie ihre Jobs verloren haben. Viele haben einfach nicht mehr bezahlt, weil sie selber weniger Einnahmen hatten oder weil sie da einfach nur dachten, ich bekomme keinen Service und deswegen zahle ich auch nicht dafür. Das heißt, sie sind finanziell in riesige Schwierigkeiten geraten und hatten dann Glück, dass sie auf ein Hilfsgeld der Regierung zurückgreifen konnten, das sie letztlich über Wasser gehalten hat. Naja, das klingt ja erstmal positiv oder zumindest ganz okay. Das Problem ist, dass dieses Hilfsgeld jeden Monat neu beantragt werden muss und die nie wissen, bekommen wir das im nächsten Monat noch oder nicht. Das heißt, von Seiten dieser privaten Schulen gibt es einen riesen finanziellen Druck und diesen Druck leiten die weiter an die Behörden hier, Druck, dass die Schulen wieder aufgemacht werden. Hygienekonzepte hin oder her. Ne? Ja, womit wir dann beim alles überlagernden medizinischen Problem wären. Das ist das eine. In Rio haben während der Pandemie 150 private Einrichtungen, Bildungseinrichtungen zugemacht in den letzten Monaten. Ne? Also das zeigt den Druck. Andererseits, die öffentlichen Schulen... Aber die öffentlichen können gar nicht erst wieder aufmachen, oder höre ich das falsch raus? Ja, bei den öffentlichen Schulen kommt dann nicht das finanzielle Argument rein, sondern da wird dann plötzlich mit der öffentlichen Gesundheit argumentiert, dass die öffentlichen Schulen Treiber der Pandemie sind und so weiter. Das heißt, letztlich werden die öffentlichen Schulen betrachtet wie so Stiefkinder im Bildungssystem, bekommen nicht die Wichtigkeit, weil letztlich sind es die armen Leute, die keine Lobby haben. Und deswegen fallen sie noch weiter zurück. Ich frage mich, ob das ein brasilianisches Spezialmodell ist, so böse sich das anhört, oder ob es diese Vorgehensweise bei den Recherchen häufiger gesehen habt. In Indien zum Beispiel bricht auch ein ganzes System von Privatschulen zusammen, hat unsere Korrespondentin Laura Hüflinger erzählt. In Indien gibt es ganz viele Billig-Privatschulen, wo Eltern 2, 5 oder 10 Dollar zahlen, damit ihre Kinder dort in einigermaßen Bildung bekommen. Und gerade diese Schulen, wo viele, viele indische Kinder draufgehen, sind jetzt in Schwierigkeiten geraten, weil es gerade diese Eltern sind, die während der Pandemie ihre Jobs verloren haben. Die Konsequenz wird sein, viele dieser Schulen machen zu und die Kinder, die keine Schule mehr haben, werden auf öffentliche Schulen gehen, wo sie die Klassenzimmer überrennen. Und wo vielleicht auch die Qualität schlechter ist inhaltlich, Marian, oder? Auch das, ja. Und durch die vollen Klassen auch noch schlechter wird in der Konsequenz. The pandemic reminded us that education is a social phenomenon. It is about interaction between teacher and student. Technology is critical, but it's a tool to make more impactful the work of teachers. The learning of the future that will support and is precisely about a balance between technology and the human factor. Ihr habt ja schon anklingen lassen, dass es auch überall an den technischen Voraussetzungen mangelt, um bei geschlossenen Schulen Fernunterricht über Computer oder Smartphones abhalten zu können. Und ganz ehrlich, das stellt sich ja schon in Deutschland als enormes Problem dar. Ich habe gelesen, dass Kindern ohne regelmäßigen Kontakt zur Schule nicht nur die Bildung an sich fehlt, sondern auch die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der Lehrer und dass sie dadurch ihre Motivation zum Lernen verlieren. Wie wichtig ist denn diese soziale Komponente? Also ich denke, gerade im Grundschulalter, gerade wenn Kinder noch relativ klein sind und ihre ersten Schritte in diese Bildungswelt machen, zum ersten Mal Schulbücher öffnen, zum ersten Mal rechnen, ich glaube, da ist das soziale Lernen wahnsinnig wichtig. Das Lernen im Klassenverband, die Aufmerksamkeit von der Lehrerin, das Gefühl, auch vielleicht nicht alleine zu sein mit dem Stoff, das Lernen am Beispiel. Also ich glaube, dieser soziale Klassenverband hat gerade für jüngere Grundschulkinder, die noch nicht so sehr die intrinsische Motivation vielleicht aufbringen können, um sich da selbst motiviert jeden Morgen an die schwierigen Aufgaben zu setzen. Ich glaube, die Gemeinschaft spielt eine ganz große Rolle. Also lässt sich die fehlende Präsenz nicht technisch auffangen und die Kompetenz des Lehrers auch nicht? Wenn Kinder Schulaufgaben zum Beispiel per WhatsApp bekommen, ne, wie das im Fall dieser beiden 11-jährigen Zwillinge hier aus Rio de Janeiro gewesen ist,
Dann sitzen sie da alleine und versuchen, die Aufgaben zu lösen. Und der Vater hat mir dann wiederum erzählt, dass er versucht hat, den Kindern beim Lösen der Aufgaben zu helfen. Aber er ist selber immer wieder, obwohl die in der 11. Klasse sind, an seine eigenen Grenzen gestoßen und konnte ihnen nicht helfen, weil er selbst nur kurz auf der Schule gewesen ist und vieles von dem, was sie da in der 6. Klasse an Stoff durchnehmen, gar nicht mehr durchdringt. Ich habe gelesen, dass Wissenschaftler betonen, dass die erwachsenen Kontaktpersonen, die sie regelmäßig sehen, also insbesondere die Eltern, die wichtigsten Menschen sind, von denen sich Kinder Verhalten abschauen. Wie wirkt das jetzt, wenn die Kinder nicht mehr das Korrektiv der Schule haben und dauernd zu Hause sind? Ich glaube, das ist eine schwierige Situation ist für die Kinder, weil ihnen eben genau die Vorbilder fehlen, weil sie mit Eltern groß werden, die selber eine gewisse Bildungsferne haben, weil sie im Bekanntenkreis mitbekommen, dass junge Kinder schon arbeiten, dass Mädchen früh Mütter werden. Oft sind die Väter in diesen Familien, zumindest hier in Rio de Janeiro ist es so, oft sind die Väter nicht präsent in den Haushalten. Das heißt, letztlich hat die Schule für viele Kinder eine besondere Funktion, weil sie ein Ort der Stabilität ist. Ein Ort ist, der dem Leben von den Kindern eine Struktur gibt, die sie zu Hause nicht finden. Und das ist das, was wegbricht. Viele Eltern, nicht nur, aber insbesondere in armen Verhältnissen, machen sich ja momentan selbst große Sorgen. Wie wirken sich diese Sorgen der Erwachsenen auf die Kinder aus, Katrin? Viele Familien befinden sich ja derzeit tatsächlich im Überlebensmodus, machen sich Sorgen um die Zukunft, machen sich Sorgen um ihre Jobs, wissen nicht, wie es weitergeht, haben vielleicht auch Angst, ja, um die Entwicklung des eigenen Kindes. Und ich glaube, wenn man in so einer Art permanentem Überlebensmodus ist, und das ist vielleicht bei vielen Eltern auch nur eine unbewusste Geschichte, die da abläuft, dann wirkt sich das mit hundertprozentiger Sicherheit auf die Kinder aus. Und wer im Überlebensmodus ist, kann in der Regel keine Informationen aufnehmen. Das heißt, das Lernen auch zu Hause wird immer schwieriger. Kurz zusammengefasst stehen Familien in der Pandemie unter großem Druck. Und Eltern müssen im Zweifelsfall entscheiden, welchem Problem sie Aufmerksamkeit schenken. Der bedrohlichen Familiensituation, ihren eigenen Sorgen oder den Nöten der Kinder, die zu Hause wenig oder gar keinen Kontakt zu Schule, Lehrkräften und Gleichaltrigen haben. Und je nachdem, wie gravierend die Lage für die Familie ist, fällt die Entscheidung so aus, dass alle, auch die Kinder, mithelfen müssen, die Lage zu verbessern. In Kapstadt, in einem Township, hat unser Kollege Fritz Schaab ein Mädchen getroffen, dessen Eltern in der Pandemie ihre Jobs verloren haben und die jetzt auch überhaupt nicht mehr genug Geld haben, um die Familie einfach und allein nur mit Essen zu versorgen. Und ich denke mal, für so eine Familie stellt sich natürlich morgens die Frage, was machen wir mit unserem knappen Budget? Investieren wir das in Essen, in die Versorgung unseres Haushalts oder kaufen wir für unsere Tochter etwa Stifte, Schulbücher, Hefte oder womöglich lassen wir die Schuluniform flicken? Solche Fragen. Und ich denke, die Fragen entscheiden sich immer nach den kurzfristigen Bedürfnissen und blicken weniger so auf die langfristige Zukunft, die sowieso schwer greifbar ist. Warum ist es so wichtig, den Kindern in ärmeren Ländern zu helfen und da eine gerechtere, bessere Möglichkeit oder besseren Zugang zur Bildung zu schaffen? Warum ist das auch in globaler Hinsicht so wichtig? Ich glaube, dass sich eben nicht nur die Ungleichheit innerhalb der jeweiligen Gesellschaften vergrößert, sondern dass sie sich auch auf einem globalen Niveau vergrößern wird. Das heißt, viele Länder des ärmeren globalen Südens werden zurückfallen im Vergleich zu den Ländern des globalen Nordens. Und ich glaube, dass Hilfen wichtig wären, um diesen Abstand nicht zu groß werden zu lassen, ne? Wir sind ja von der These ausgegangen, dass durch die Pandemie eine verlorene Generation an Kindern ohne konkurrenzfähige Bildung heranwächst. Das ist für die einzelnen Staaten und erst recht für die Kinder schlimm. Aber wie wirkt sich das auf die Welt aus, Marian? Was meinst du? Ich kann mir vorstellen, aber es ist Spekulation, dass es weitere Migrationsbewegungen geben wird. Ich kann mir vorstellen, dass es zu einem Anstieg der Kriminalität in Ländern wie Brasilien führen könnte und so weiter. Letztlich leben wir in einer kleiner gewordenen globalen Welt, wo wir aufeinander aufpassen müssen, weil die Probleme meines Nachbarn sind am Ende auch meine Probleme. Ist meine Meinung. Ich bin auch der Meinung, Marian, dass wir
8 Milliarden Nachbarn haben auf dieser Welt und dass man gar nichts mehr alleine denken kann. Und ich glaube, dass wir besser fahren, persönliche Meinung, wenn wir alles gesamtheitlich und global denken und dann auch mal ehrlich sind. Denn also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Radikalisierung, die in vielen Teilen der Welt stattfindet, auf Armut, auf Unzufriedenheit fußt und dass wir dadurch dann hintenrum wieder weitere Probleme bekommen. Absolut, das sehe ich auch so. Und um eben dieser Radikalisierung vorzubeugen und um wirklich zu verhindern, dass der Graben zwischen Norden und Süden oder zwischen ärmeren und reicheren Ländern immer größer wird und dass immer mehr Kinder abgehängt werden, da sagt zum Beispiel der Weltbank-Experte Saavedra, mit dem ich telefoniert habe, der sagt, jeder Tag zählt jetzt. McKinsey estimates that students could lose on average between $60,000 and $80,000 in lifetime earnings because of this disruption. And when you multiply that by millions of kids across the country, you're looking at a hit to GDP of up to $271 billion by the year 2040, when all these kids would be in the workforce. Bildung und Arbeitskraft werden heutzutage auch als geldwerte Faktoren angesehen. Und auch die drohende Bildungslücke der Welt wirkt sich massiv in monetärer Form aus. Die Zahlen, die Sie gerade hörten, stammen aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Und sie beziehen sich nur auf die amerikanischen Schülerinnen und Schüler, die in Zukunft der Workforce angehören, also Arbeitskräfte sein werden. McKinsey beziffert den zukünftigen Verdienstausfall jener Kinder auf $271 billion, auf Deutsch also $271 Milliarden. Wie gesagt, amerikanische Kinder. Global ergibt sich eine noch viel furchtbarere Summe. Wir haben Berechnungen angestellt in der Weltbank und haben herausgefunden, dass diese Generation, die jetzt zur Schule geht, künftig $10 Trillionen, eine unfassbare Summe, $10 Trillionen an künftigen Einkommen fehlen wird. Das heißt, wir haben hier eine Generation, die einerseits in Zukunft über wesentlich weniger Geld verfügen wird. Gleichzeitig aber, sagt er, und da beginnt dann das Drama, ist es diese Generation, die irgendwann die Schulden zahlen muss, die Länder in der Pandemie aufgenommen haben. Der Punkt ist, dass viele Kinder, die heute auf der Strecke bleiben und den Anschluss verlieren, dann künftig nicht nur schlechter bezahlte Jobs haben werden, sondern gleichzeitig auch den Staat mehr kosten werden. Und es wird eine riesige Finanzierungslücke da entstehen können. Auch hier ist das amerikanische Trillion gemeint, was im Deutschen $1 Billion entspricht. Aber auch damit beläuft sich diese Finanzierungslücke immer noch auf fast kaum mehr greifbare $10,000 Milliarden. Ich gebe zu, das habe ich alles nachgeschlagen. Aber kein Staat kann und muss diese Summe allein aufbringen. Erst recht nicht, wenn die aktuelle Krise die ohnehin schlechte Bildungssituation in prekären Gebieten weiter verschärfen wird. We were already living a learning crisis that now is even deeper. And we need to get out of that crisis faster. So that calls for a lot of creativity in terms of the design of public budgets, see how much we can improve in terms of making expenditures as efficient as possible, and at the same time protect education budgets as much as possible. Die Lage im Bildungsbereich war schon vor der Pandemie in sehr, sehr vielen ärmeren Ländern tatsächlich katastrophal. Die Experten, mit denen wir gesprochen haben, haben uns berichtet von den sogenannten Vorerkrankungen der Bildungssysteme. Das bedeutet, rund 43% aller ärmeren Kinder in Schwellen- und Entwicklungsländern konnten schon vor der Corona-Pandemie, sag ich mal, im Grundschulalter kaum einen einfachen Text lesen und verstehen. Man spricht in dem Fall von den sogenannten Learning Poor, also Grundschulkindern, die wirklich im Alter von 10 Jahren keine ganz einfachen Aufgaben lösen können. Aber die Frage bleibt doch, woher soll das Geld kommen? Mitten in einer Pandemie, in der auch die reichsten Staaten Verluste einfahren. Ein großes Problem an der aktuellen Bildungskrise ist, dass die Lage schon vor der Pandemie so kritisch war. Zahlreiche Länder haben große Probleme mit ihren Bildungsbudgets und jetzt in der Corona-Krise wird das natürlich noch alles verschärft, weil sehr, sehr viele Bildungsbudgets etwa in den Gesundheitssektor transferiert werden. 2/3 aller ärmeren Länder streichen derzeit ihre Bildungsbudgets zusammen. Und angesichts dieser Tatsache ist es einfach eine Grundsatzentscheidung, die viele Regierungen jetzt, glaube ich, treffen müssen. Investiert man
in die Jüngsten und in die Jüngeren, ja oder nein? Es gibt ja schon lange internationale Hilfsprogramme, mit denen die internationale Gemeinschaft versucht, Bildung in strukturschwächeren Ländern zu fördern. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, Katrin, aber wie sieht es denn damit aus? Die internationale Hilfe im Bildungssektor ist ganz stark gestiegen in den 2000ern. Nach der Finanzkrise hat diese Hilfe nochmal ein bisschen abgenommen. Und trotzdem war die 2019 auf einem Rekordlevel. Das hat gerade eine aktuelle Studie der Weltbank ergeben. Und jetzt ist es aber auch so, dass die internationale Hilfe natürlich abnimmt, weil die Corona-Krise uns alle betrifft. Auch die reichen Länder im Westen werden jetzt ihre Budgets womöglich auf eigene Belange wieder zuschneiden und werden weniger spenden, werden weniger abgeben. Und das ist sicher für viele Schulen vor Ort ein großes Problem. Einige Menschen, die diesen Podcast hören, werden sich sagen, alles gut und schön und moralisch total richtig, aber ich muss mit meinen eigenen Problemen klarkommen. Meine Kinder hören auch nichts von ihren Lehrern, die kriegen auch keine Hausaufgaben und ich muss dauernd Homeschooling machen. Wie passt das zusammen? Hat das überhaupt miteinander zu tun und wie bringt man das in Relation? Ich glaube, es ist total schwierig, die beiden Sachen miteinander zu vergleichen, weil wir reden ja hier über Kinder, die ganz andere Bedingungen und Strukturen vorfinden, als es die Kinder in Deutschland tun. Und deswegen glaube ich, ist es sehr schwierig, da etwas rauszuziehen, wo man sagen kann, da können Kinder in Deutschland lernen. Es ist völlig verschiedene Wirklichkeiten. Ich gebe dir recht, Marian. Trotzdem würde ich sagen, wenn man über Deutschland nachdenkt, dann fällt einem auch hier natürlich ein, Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Und das trifft auch gerade ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. Zum Schluss dieser Podcast-Episode steht die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Wie groß ist die Gefahr, dass eine verlorene Generation von Schulkindern heranwächst? Ich denke, dass es jetzt noch möglich ist, diese verlorene Generation aufzufangen. Oder ich denke, dass es jetzt noch möglich ist, zu verhindern, dass es tatsächlich eine verlorene Generation geben wird. Aber nur dann, wenn man wirklich sehr, sehr schnell handelt. Und um das zu verhindern, müssen Regierungen sich eben entscheiden, in die Jüngsten zu investieren, müssen sich entscheiden, wie sie ihre Gelder verteilen. Und dürfen sich dabei überhaupt keine Zeit mehr lassen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Katrin Kunz und meinem Kollegen Marian Blasberg für die Gespräche in dieser Folge. Und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ole Reismann und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.